Hallo, wir sind Bibiana Steinhaus. Und Robert Schröder. Wir sind Fußballschiedsrichter. Und wir sind heute ein Work-in-Team bei Schulsportwelten, um euch einmal zu zeigen, wie Fußballschiedsrichter trainieren. Wir möchten euch ein paar Anregungen geben und ein paar kurze Bewegungsabläufe, die ihr nachmachen könnt und als Grundlage nehmt, in aller Flexibilität sie zu Hause bei euch auszuüben. Eins ist uns aber ganz, ganz wichtig vorwegzuschicken: Wir sind keine ausgebildeten Sportlehrer und wir können euch zu Hause auch nicht in der Ausübung kontrollieren und unterstützen. Also bitte seht uns das nach und seht unser Training heute eher als Ideengeber. Vielen Dank. Genau, inhaltlich soll es heute einen Part an der Koordinationsleiter geben. Wenn ihr selbst keine Koordinationsleiter habt, überhaupt kein Problem. Ihr könnt euch kleine Kästchen mit Kreide aufmalen oder auch Kopfsteinpflaster benutzen. Ihr braucht praktisch nur so eine leichte Orientierung mit kleinen Quadraten, dann kann man diese Übung wunderbar zu Hause machen. Wichtig ist, dass bei diesen Übungen, die wir gleich machen, grundsätzlich ein paar Dinge eingehalten werden. Die Übungen sind immer dann effektiv, wenn sie auf dem Vorderfuß ausgeführt werden, eine gewisse Rumpfstabilität dabei mit aufrechter Körperhaltung auch dabei ist, dass die Arme und Beine gegenläufig sich bewegen, dass ihr bei den Übungen euren Rhythmus, euren eigenen Rhythmus findet und individuell euren Trainingsstandort einbringt und natürlich auch die Handflächen offen haltet, das heißt nicht verkrampft bei den einzelnen Übungen. Dann viel Spaß und toi, Wir toi, legen toi. los. Genau, dann viel Spaß. Wir legen los. Wir machen jede Übung zweimal. Beim ersten Mal machen wir sie langsam. Ihr fühlt euch langsam in den Bewegungsablauf rein, konzentriert euch auf die Schrittfolge. Und beim zweiten Mal heißt es dann, jetzt ist Zeit für Speed. Jetzt geht alles ein bisschen schneller. Okay, Auf auf geht's. geht's. Nochmal. Wir gehen bei der ersten Übung gehen wir mit jedem Fuß durch jedes Kästchen einmal ganz entspannt durch. Also rechter Fuß ein Kästchen, linker Fuß ein Kästchen und so weiter. Wichtig ist, hinten raus ein paar Meter beschleunigen, auslaufen und zurücktraben. Beim zweiten Mal ruhig etwas mehr Dynamik reinbringen, auf die Arme achten. Und wieder zurück. Die nächste Übung, zwei Füße in ein Kästchen und dann vorne weiter durchlaufen. Das heißt, ein Fuß rein, andere Fuß in das Kästchen und so, dass ihr in jedem Kästchen praktisch mit beiden Füßen einmal drin wart. Okay, auf geht's. Okay. Erste Runde wieder etwas langsamer. Zweite Runde dynamisch. Und ihr könnt es natürlich variieren, indem ihr nicht immer mit eurem starken Fuß zuerst ins Kästchen geht, sondern vielleicht eben auch mal mit dem schwachen Fuß zuerst. Nächste Übung. Zwei Füße rein, zwei Füße zur Seite raus, wieder rein, nach links raus, rein, rechts raus. Wir zeigen es euch einmal langsam. Zwei Füße rein, zwei Füße raus, zweimal rein, zweimal raus. Schön auf dem Vorderfuß bleiben. Ruhig bei der zweiten Runde von der anderen Seite ruhig beginnen und ein bisschen mehr Dynamik.
Als nächste Übung wieder zwei Varianten. Nee, also rückwärts, ne? Sorry. Nächste Übung. Das Ganze rückwärts, ja, in einer rückwärtigen Bewegung, aber vom Prinzip her gleiche Übung wie davor. Also, wir gehen rückwärts rein, beide Füße in ein Kästchen und beide Füße auch wieder außerhalb. Von der anderen Seite beginnen und versuchen, ein bisschen mehr Dynamik, vielleicht ein Gefühl schon für die Leiter zu bekommen, um das Ganze ein bisschen schneller zu machen. Also auf geht's. Und was vorwärts und rückwärts geht, geht selbstverständlich auch seitlich. Also, erste Seite links führt, zweimal rein und zweimal raus, weiter geht's. Ach so. Ist alles gut. Die Übung müssen wir nochmal zusammen machen. Nochmal. Ich folge dir mal. Also ihr seht, es ist alles flexibel. Es geht immer um Leitern, immer um kurze Kontakte. Und wie ihr das gestaltet, da ist euch wirklich Tür und Tor geöffnet. Nochmal gleich so Übung, wie ja? Du gemacht hast gerade, machen wir nochmal. Gut. Auch hier nochmal zum Unterstreichen, es gibt immer zwei Möglichkeiten. Ihr könnt erstens euch total darauf konzentrieren, dass ihr nur kurze Kontakte am Boden habt und wirklich ganz kurz über die Leitern fliegt. Oder ihr sagt, wir wollen was für die Power tun, für die Kraft, für unsere Sprintfähigkeit und zieht wirklich die Knie sehr stark nach oben. Also diese beiden Möglichkeiten gibt es bei allen Übungen, gibt es immer. Diese Variante könnt ihr immer ziehen. Warum bin ich eigentlich nur so außer Atem? Weiß ich nicht. Okay, also wir machen jetzt noch einmal die Übung mit den Knien nach oben. Die haben wir jetzt noch nicht von der anderen Seite gemacht. Also Knie schön hochziehen, kraftvoll, aber auf dem Vorderfuß bleiben und jedes Kästchen mitnehmen. Okay, nächste Übung. Wir haben jetzt mit beiden Beinen gearbeitet. Jetzt versuchen wir die Belastung eher einseitig, aber dann immer im Wechsel auch auf jedes einzelne Bein zu bringen. Einfache Übung, einbeinig in jedes Kästchen einmal rein. Wir fangen an mit dem rechten Bein, einfach von Kästchen zu Kästchen springen. Vorderfuß, ganz wichtig. Und hinten raus zwei, drei kurze Schritte. Und zurücktragen. Bein wechseln. Ganze zweimal, zweite Runde wieder etwas dynamischer.
Und auch hier zur Unterstützung. Der Unterschied macht es deutlich. Ihr könnt die Arme mitnehmen oder wenn ihr genug Stabilität habt, euch auch so auf die Rumpfkraft konzentrieren. Noch einmal linkes Bein. So, wir bleiben einbeinig. Rechter Fuß zuerst. Rein ins Kästchen. Raus, rein, raus, rein, raus. Ganz easy erstmal. Super. Rechts anfangen. Schön entspannt. Merkt schon, ihr dürft nicht zu schnell werden. Das gleiche mit links. Und wenn wir die zweite Runde schneller machen wollen, lassen wir jetzt einen Kasten aus. Also rein, einen aussetzen, rein, einen aussetzen. Rein, einen aussetzen, rein, einen aussetzen. Als dritte Variation in diesem Bereich bietet sich das an, die ganze Geschichte etwas zu stabilisieren. In vielen Sportarten braucht man Stabilität und die trainiert ihr wie folgt, indem ihr euch gleiche Übungsmuster wie eben, nur dass ihr nach dem Sprung erstmal stabil steht, bevor ihr die Übung weiter ausführt. Also, wir springen wieder rein in so ein Kästchen, stehen, raus, stehen, rein, stehen, raus, stehen, rein, stehen. Das Ganze mit links. Wir kennen ihn auch alle noch aus der Schule, den klassischen Hampelmann. Und den werden wir jetzt machen. Zwar erstmal ohne Arme, mit beiden Füßen rein, nächste Hütchen beide raus, rein, raus, rein und so weiter. Wir nehmen jedes Kästchen mit. Jetzt nochmal jedes Kästchen und wir nehmen aktiv die Arme mit. Schön Kopf hoch, richtet euch aus.
Und das gleiche nochmal. Auf geht's, Hampelmann. Okay, das war so der Sprungteil mit der Koordinationsleiter. Jetzt kommen wir nochmal zum Teil, der so ein bisschen im Bereich Koordination geht. Da fangen wir an mit dem Lambada-Lauf seitlich, fangen mit rechts oder links an und setzt immer den hinteren Fuß rein, überkreuzt dann und versucht jedes Kästchen einmal sauber mitzunehmen, dabei die Hüfte entsprechend zu drehen, die Arme mitzuschwingen und hinten wieder ein paar Schritte raus. Nochmal selbe Seite, bevor ihr wechselt, ein bisschen dynamischer. Und dann Seite wechseln. Und noch mal dynamischer. Ich fühle mich wie in der Tanzschule. Da war ich nie. Merkt man gar nicht. Ja. Okay. Was vorwärts durch die Leiter geht, geht auch seitlich. Durch die Leiter, wir starten links von der Leiter, das linke Bein geht rein, das rechte daneben, zumachen, links, zumachen, zuerst Richtung links, genau. Und erstmal ganz entspannt, Koordination, nehmt die Arme mit. Ein bisschen größer werden und es nochmal durchziehen. Kommt. Nochmal die andere Seite, ne? Die andere Seite machen wir natürlich auch nochmal. Auf geht's. Okay, als weitere Aufstockung auf diese Übung machen wir jetzt eine etwas schwierige koordinative Situation. Und zwar nehmt ihr immer das Bein, ihr fangt seitlich an, nehmt immer das Bein, was am entferntesten zur Leiter steht, schwingt rückwärts rein mit dem Bein, bleibt auf diesem Bein stehen, springt raus, nehmt das andere Bein hinten rum, springt wieder rein und raus. Und dann wieder mit dem äußeren Bein in das Kästchen. Okay, warte, gib mir Zeit. Also ich mache einmal vor in der Bewegung. Das ist, wenn man einmal im Flow ist, kommt man nicht mehr wieder raus. Und wenn man einmal raus ist, kommt man nicht wieder rein. Genau. Nur für die Experten unter euch die schnellere Runde. Alle anderen bleiben bei mir. Also mit dem äußeren Bein wieder rein, raus, raus.
Und noch einmal von der anderen Seite und möglichst zügig. Hoppala. So passiert es, wenn man auf die Leiter genau drauf tritt. So, also ihr merkt, es gibt da unendlich Variationen. Auch in den Übungen vorher könnt ihr natürlich enorm viel variieren. Da gibt es eigentlich unbegrenzte Möglichkeiten. Das war jetzt mal so ein kleiner Einblick, was wir so für Übungen machen. Es ist manchmal auch gar nicht so einfach an der Koordinationsleiter, aber Übung macht den Meister, ihr packt das schon. Also viel Spaß dabei, traut euch, bleibt in Bewegung. Wenn ihr mal eine Sprosse verpasst, ist nicht so schlimm. Ich gehe jetzt duschen, ich glaube, Robert holt sich ein Eis. Also alles Liebe. Bis bald. Tschüss.